Sind Sie schon registriert? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und was sich in der Natur in den letzten 150 Jahren als außerordentlich bewährte Medizin dargestellt hat, ist Schüssler. Ja, tatsächlich. Gibt schon 150 Jahre und kaum zu glauben, was da alles für Erfolge da sind. Ich möchte mit jemandem darüber reden, der sich intensivst mit Schüssler beschäftigt hat. Hat schon 3 Bücher über die ganze Geschichte um Schüssler herum geschrieben, aber auch Behandlungskonzepte zusammengestellt, die höchst erfolgreich sind. Ich erinnere daran, dass ich mal kürzlich eine Sendung gemacht hatte über alle Augenprobleme wie grauer Star, grüner Star, Makuladegenerationen. Und auch da drin spielen die Schüssler eine zentrale Rolle im Weg der Heilung oder der Lösung der Probleme. Dazu bitte schauen Sie sich diese wunderbare Sendung unbedingt nochmals an mit meinem Gast, der heute auch wieder da ist. Es ist nämlich Peter Emmerich, Arzt, Biologe und Chemiker und Autor. Nach dem Intro legen wir los, bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, da ist er. Lieber Peter, herzlich willkommen hier im Studio. Hallo Alexander. Ja, wie bist du eigentlich auf diese Faszination gekommen, der Schüssler? Ja, ich bin ja Vorsitzender vom größten deutschen Naturheilverein, der Naturheilverein in Pforzheim, seit 1892, damals gegründet. Also bist du Vorstandsmitglied seit 1892? Nicht das Gründungsmitglied, aber okay. Seit über 25 Jahren. Also bei mir genauer gesagt als erster Vorsitzender seit 1997. Ja, und interessanterweise kam dann ein Herr Heben von Tuttlinger Verein zu uns und er berichtete etwas über Schüssler. Mich hat es fasziniert, habe dann begonnen, eigene Vorträge zu halten und dann kam der große Verleger Dr. Jungjohann auf mich zu, der Vorsitzende vom Naturheilverein in Neckarsulm war. Und hat gesagt, Herr Emmerich, ich habe mal den Büchermarkt gescannt, da ist nichts dabei, wollen Sie nicht Ihr Manuskript als Buch rausgeben? Ja, und das war dann 1996 und ein Jahr habe ich dann gebraucht, weil ich dachte, naja, wer will denn das dann lesen? Und mein allererstes Buch, die Antlitzdiagnostik, erschien 1997 und in 4 Sprachen erschien, also Deutsch, Polnisch, Japanisch und Englisch. Vor allem Japanisch fand ich lustig, denn Japanisch ist wunderbar. Es ist ein gelber Umband. Und dein Name in Japanisch zu lesen, ist einfach beeindruckend. Ja, und mittlerweile ist das Buch in der 11. Auflage und jetzt soll es in der 12. erscheinen. Und das ist also schon beeindruckend. Ich möchte da vielleicht gerade noch erwähnen, wenn ich da hier gleich die Praxisfälle habe, nämlich Fälle 1 bis 20, nur dass man so ein Gedankengut hat. Gegen krankhafte Fettsucht hast du hier drin ein Rezept. Verschiebung der Wirbelsäulung, Vergrößerung der Vorsteherdrüse, ADS, ausgebrannt sein, chronische Nebenhöhlenentzündung, Helicobacter pyolari, grauer Star, Grauer Star. Da haben wir es, und da die Makula. Haben wir die Kur drinnen, genau. Die Kur, die wir in der letzten Sendung mal besprochen haben. Also auf jeden Fall. Aber bitte, mir noch. Hämorrhoiden. Ja. Rheumatoide Arthritis, Herzmuskelentzündung, Schuppenflechte, Zungenbrennen, Schwindel, Gebärmuttervorfall, Fibromyalgie, Schuppenflechte, Leberzirrhose, all das sind Behandlungskonzepte möglich mit Schüsslersalze. So ist es, in der Tat. Schon verrückt, das macht gar niemand. Also ja doch, ich meine, aber nur wenige, es müssen viel mehr sein. Und wenn man dann überlegt, dass gerade heute in diesem Jahr, vor 150 Jahren, genauer gesagt am 17. März 1873 in der Allgemeinen Homöopathischen Zeitung der Dr. Schüssler sein Therapiekonzept vorgestellt hat, übrigens der 86. Band, Blatt 12, da kann man das nachlesen, dann sind es nur 2 bescheidene Spalten. 2 kleine Spalten, wo er nach 8-monatiger Forschung all sein Wissen veröffentlicht hat. Und er hat gesagt, das ist die Basis und alles darüber hinaus kommt aus der Praxis. So pragmatisch war Schüssler veranlagt. Und das ist natürlich bedeutend, dass weltweit nun die Schüsslersalze Anwendung finden, vor allem in Indien, wo die Leute kein Geld haben, wo sie zum Homöopathen gehen, weil teure Medikamente können sie sich nicht leisten, teure Diagnostik ebenso wenig.
Und dort ist die Schüsslersalztherapie eines der wichtigsten Dinge, vornehmlich dann, wenn es um Infektionskrankheiten geht, wo wir nur hier mit den Ohren schlackern. Die kennen wir hier gar nicht. Und dort können erfolgreich auch die Schüsslersalze eingesetzt werden, weil offenkund diese Schüsslersalze das körpereigene Immunsystem stärken. Wo ich dich in einer anderen Sendung mal darauf angesprochen habe, mit einem kleinen Schmunzeln im Gesicht, dass ja eigentlich nichts da ist, nichts drin ist, dass man vielleicht Schüsslersalze sehr gerne auch mal mit Homöopathie vergleichen kann. Also du musst daran glauben, hast du mir ein wunderbares Argument gesagt, was ich dich gerne bitte nochmals bitte möchte zu sagen, denn das nimmt allen Kritikern den Nährboden weg. Naja, die Schüsslersalze werden in einer D6 oder einer D12-Potenz gegeben. Rein rechnerisch müssen wir schauen, liegt da sozusagen unsere Hormone in einer Konzentration von einer D8 bis D11 vor. Das heißt also, unsere Hormone entsprechen eigentlich diesen Verdünnungsstufen. Mhm. Und wenn man nun bedenkt, dass die Schüsslersalze als Signal vermittelte Informationen funktionieren, nur anders können wir es nicht erklären zum jetzigen Zeitpunkt, dann sind sie ähnlich den Hormonen, die auch nur Botenstoffe darstellen. Eine Zielzelle nimmt die Information von dem Hormon auf und es kommt dann regulativ zu einem Ausgleich. Und so ist das ganz Besondere, dass der Schüssler erkannt hat, dass er nur Mineralsalze verwendet hat, nämlich 12 an der Zahl, die in jedem lebenden Organismus vorkommt. Das war seine Prämisse bei seiner Idee. Also er nimmt nur Mineralsalze, die im Körper vorhanden sind, aus irgendwelchen Gründen an der Zellwand zu konzentriert oder zu defizitär vorkommen, eigentlich eher defizitär in der Zelle, und hat dann daraus hin ein Konzept entwickelt. Und es war bedeutend zu einer Zeit, als wir noch nichts von Ionenkanälen wussten, von Membranen, was ja heute alles in der Wissenschaft erforscht ist, in der Molekularbiologie en Detail schon analysiert ist, davon wusste Schüssler nichts. Aber ein sehr guter Bekenner, Beobachter und Pragmatiker. Er hat eigentlich gesagt, die Mineralsalze nicht substanziell, weil sie müssen wohl dosiert verabreicht werden. Aber welche? Nun, man muss ja davon ausgehen, dass zu einer historischen Zeit, wer hat denn den Schüssler eigentlich mehr oder minder auf die Idee gebracht? Schüssler hat sich natürlich an den Koryphäen orientiert und ein damaliger großer, bedeutender Wissenschaftler war Rudolf Virchow. Virchow war ja derjenige, der in der Medizin eine Revolution inszenierte, nämlich die Säftelehre des Hippokrates, einfach durch die Zellularpathologie die Erkrankung der Zelle beseitigt. Seit dieser Zeit ist die Zelle als kleinste funktionsfähige Einheit erkannt. Und alles, was wir heute als vielleicht wucherndes Gewebe, ist es gutartig, ist es bösartig, wird ja im Mikroausschluss, also in der Gewebsuntersuchung, untersucht und histologischer Aufschnitt. Das heißt also, wir schauen hier ganz genau durch Färbemethoden, Veränderungen, gibt es eine pathogene, also eine krankhafte Veränderung, oder ist es eine gutartige Vergrößerung der Zellen oder Veränderung? Tumor ist ja nur die Schwellung, mehr nicht. Mhm. Aber sagt nichts darüber hinaus, das Ganze bösartig oder gutartig ist. Aber Schüssler hat den Virchow genommen. Virchow sagte nämlich, die Erkrankung des Körpers ist die Erkrankung der Zelle. Das war natürlich damals bedeutend und Schüssler hat sich an solchen Koryphäen orientiert. Eine andere Person, die vielleicht völlig unbekannt ist, ist Jakob Molleschott. Jakob Molleschott war Niederländer, hat in Heidelberg Medizin studiert, hatte dort dann eine Privatdozentenstelle als Physiologe, aber er war sozusagen Auffassung, die naturwissenschaftliche Materialismus hat er als gut erachtet und er war darüber hinaus noch Atheist. Atheist an einer Universität, wo auch Theologie gelehrt wird, ganz schlecht. Also flog er aus der Uni raus, wie zu sein, war damals wie zukünftig in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen und ging dann nach Turin. Dort hat man sein Wissen geschätzt. Dann, davor war er in Zürich. Von Zürich ging er nach Turin und von Turin wurde er damaliges Königreich Italien an die Universität nach Rom berufen. Und dort war er über 14 Jahre die Koryphäe für Physiologie. Mhm. Also du siehst eine Berühmtheit und der sagte einmal, ohne Phosphor kein Gedanke. Und es führte dazu, dass von diesen 12 Mineralsalzverbindungen, die Schüssler gewählt hat, 6 Phosphatverbindungen sind.
fünf Phosphatverbindungen sind. Also fünf Phosphatverbindungen, das ist einmal die Nummer 2, Calciumphosphoricum, die Nummer 3, Ferrumphosphoricum, die Nummer 5, Kaliumphosphoricum, die Nummer 7, Magnesiumphosphoricum, die Nummer 9, Natriumphosphoricum. Mhm. Das war zu einer Zeit, als wir noch nichts wussten von der Zelle, von dem Zellkern, von den Kraftwerken der Zelle, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle. In einer Zelle haben wir 1500 Mitochondrien, wie wir heute wissen, und die bilden ATP, Adenosintriphosphat, die Währung der Zelle. Ja? Und das erklärt auch, warum der Mollerschütz hatte ohne Phosphor keinen Gedanke, weil er festgestellt hat, dass dafür Phosphatverbindungen notwendig sind. Und wenn wir jetzt wieder reinschauen ins Lehrbuch, dann ist das Lecithin, Phosphatidylcholin. Du erkennst also daran, was damals als Anfänge Basisarbeit war, was auch dann der geniale Gedanke von Schüssler war, dieses als Therapiekonzept umzusetzen. Der war ja visionär, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet. Ihm gehört eigentlich letztendlich posthum der Nobelpreis für Medizin verliehen, weil er ja Dinge pragmatisch umgesetzt hat, wo viele heute rätselhaft vorstehen. Und die dritte Person, die das Ganze beeindruckte, war einer, der auch in der Feuerzangenbowle genannt wird. Das war Justus von Liebig. Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann, sicherlich auch in der Schweiz bekannt. Dort heißt es, der wo es schafft, mehr Halme zu wachsen, wo bisher nur ein Halm wächst, der ist größer als der größte Feldherr. Also wer es schafft, mehr Halme wachsen zu lassen, wo bisher nur einer wächst, der ist größer als der größte Feldherr. Und das war nicht die Antwort Maggi, sondern Liebig. Professor Liebig war an der Uni Gießen. Und wenn man jetzt die Biografie wieder von Schüssler anschaut, er ging zuerst als 30-Jähriger an die Universität nach Paris, an die École de Médecins. Dann ging er nach Gießen. Von Gießen wechselte er nach Berlin und dann nach Prag. Mhm. Interessant, oder? Mhm. So. Und da ist das Interessante, Schüssler als kluger Kopf hat ein Therapiesystem aus diesen Mineralsalzen geschaffen, die der Sache gleichkommt. Nämlich, er sagt, ab morgen werden meine Patienten gedüngt. Aber mit was düngen? Ja? Der Nitrophosphat, der Stickstoff-Phosphor-Kalium-Anteil, was ja der Liebig entwickelt hat als Superphosphatdünger, den konnte er natürlich nicht übernehmen. Aber auch da steckt Phosphor drin, das Phosphat. Und deswegen, denke ich, war Schüssler drauf fixiert, von den drei Grundbasissalzen Calcium, Kalium, Natrium, eigentlich das Eisen hinzuzunehmen, das Magnesium und die Kieselerde. Und daraus entstanden dann diese 12 Mineralsalzverbindungen. Die 1, die 3 und die 11 in der D12, der Rest in der D6, das war das Therapiekonzept von Schüssler. Und interessanterweise kam dann ein Professor Bunge mit ins Spiel. Das war ein deutsch-baltischer Physiologe, der erkannt hat, dass Calciumsulfuricum, das damalige Glaubersalz, war die Natriumsulfuricum, das Glaubersalz Natriumsulfuricum und Calciumsulfuricum, auch eine Schwefelverbindung, ist der Gips. Also das, was der Gips an die Wand macht, war Calciumsulfuricum. Und dieses Calciumsulfuricum fand dieser Bunge damals heraus, kommt nur in der Gallenflüssigkeit vor, aber sonst in keinen anderen Körperzellen. Das führte dazu, dass Schüssler dann Calciumsulfuricum aus seinem System herausnahm und über viele Jahre nur noch mit 11 Salzen gearbeitet hat. Nach seinem Ableben hat man aber den unbedeutenden großen Wert von Calciumsulfuricum erkannt, denn er ist wichtig bei entzündlichen, eitrigen Prozessen, vor allem dann, wenn der Patient sagt, Wärme verschlimmert, Kälte bessert. Wäre eine Verbesserung durch Wärme und Kälte verschlimmert, dann ist es Silicea, die Kieselerde. Das heißt also, daran erkennt man schon, dass der Schüssler damals noch keine Laboranalyse kannte, so wie wir heute, Testkit von irgendwelche Großkonzerne, sondern er hat beobachtet, Wärme kann schlimmer machen, Kälte kann schlimmer machen oder auch verbessern, Bewegung oder Ruhe. Also gerade das, was man aus der Homöopathie als Modalitäten kennen, sind auch sehr wichtig für die Schüsslersalz in der Auswahl. Und so hat er also, wie gesagt, dieses Therapiekonzept von 12 nahe respektive 11, wo wir dann mittlerweile wieder Calciumsulfuricum ins System aufgenommen haben, weil es halt ein sehr wichtiges Mittel ist für eitrige, entzündliche Prozesse.
Und jetzt kommt was, und das fand ich genial. Vor 150 Jahren hat er schon gesagt, die Calciumverbindung, also ist ja die 1 Calciumfluoratum, dann die Nummer 2 Calciumphosphoricum und die Nummer 12 Calciumsulfuricum, mal 1 und 2, 1 und 2 hintereinander geschrieben, ist 12, das ist die kleine Eselsbrücke für die Calciumverbindungen, sind vor allem bei chronischen entzündlichen Prozessen notwendig. Und jetzt schauen wir heute in das Lehrbuch die Erklärung für eine Silent Inflammation, für eine stille Entzündung. Da ist es ein übermäßiger Einfluss von Calcium-Einstrom in die Zelle. Ist es nicht irre? Unfassbar. Und das hat mich als Biologe und Wissenschaftler eigentlich fasziniert, dass der Schüster es aus Erfahrung herausgefunden hat und heute fast 100 Jahre später in der Wissenschaft hat man jetzt erkannt, dass Calcium kennt man schon lange, aber das Calcium, der Auslöser ist für eine chronische Entzündung, das ist so genial. Das ist einfach so genial und dadurch, dass übermäßig viel Calcium in die Zelle strömt, werden die Menschen krank und das sind Bakterien, Viren, Pilze, aber auch Umweltstrahlung, elektromagnetische Schadstoffe, Spritzmittel und alles, was es so gibt. Alles das führt dazu, dass vermehrt Calcium in die Zelle strömt. Aber weißt du, was wir heute geschafft haben, ist, du musst die und jene Schokolade essen, damit die Kinder genügend Calcium kriegen, um starke Zähne und starke Knochen zu kriegen. Ja. Das ist ein Image aufgebaut worden, wo eigentlich total falsch ist. Natürlich, weil dieser Kalk ist nicht der aktive Kalk. Das ist das Interessante, das ist der Apatit, das Calciumphosphoricum oder Calcium in einer Form, die in die Zelle gelangt und in die Regulation an den Knochen. Und wir haben ja früher immer Fluortabletten gegeben, was dazu beitrug, dass der Knochen zwar hart, aber spröde wurde. Er war nicht mehr elastisch und ist dann beim älteren Menschen gebrochen. Also das genau, was ich verhindern wollte. Also deswegen setzt man kein Fluor mehr ein oder Fluoride als Therapie, sondern man setzt auf natürliche Calciumverbindung, Austernschalenkalk, ja, wo hier oder als Algen, Sangokoralle, all diese Dinge sind ja da auf dem Markt im Angebot, wo wir tatsächlich sagen können, eine Elastizität muss in den Knochen hinein. Ich glaube, Professor Hecht hat immer noch als Zeolite empfohlen. Zeolite, Professor Hecht war ein toller, begeisterter Anhänger, weil die Zeolite haben aber auch die Eigenschaften, Giftstoffe im Darm zu binden. Das ist also was Geniales. Und du weißt ja, der Sarkophag um Tschernobyl ist Bentonit und Zeolit, also genau diese Mineralsalzverbindungen führen dazu, dass keine Strahlung nach außen dringen tut. Das ist also solche einfache Produkte, die man sich aber nicht patentieren lassen kann. Und so deshalb wird es niemand hören und niemand erfahren, wenn wir nicht irgendwelche Sendungen machen. Weil genau. Sonst gibt es nur die eine Wahrheit, die ehrlichste Wahrheit, die einflussreichste Wahrheit, wo halt einfach auch viel Marketing gemacht werden kann. Und das ist auch verständlich. Warum sollte eine große Firma, die Marketing macht für ein Produkt, etwas verkaufen wollen, was nichts kostet? Ja, erstens mal ist es billig und zweitens kannst du es nicht patentieren. Und da ist die Krux, alles, was ich nicht patentieren kann, kann ich nicht die Marktrechte für, sagen wir, 10 Jahre an mich binden und damit jage ich die Preise hoch. Es wird unverständlich, wo ich sage, die neuen Produkte sind alle überteuert. Klar, weil es müssen die ganze Vorlaufzeiten und die Kosten wieder reingespielt werden. Und deswegen wird das alles belacht. Aber wir können jetzt tatsächlich sagen, über 150 Jahre funktionieren die Mineralsalze nach Schüssler. Sie haben keine teratogene Wirkung, also Schädigung auf die Frucht in der Mutterleib. Wir haben keine Wechselwirkung, keine Gegenanzeigung, also absolut top. Aber es gibt ja auch weltweit verschiedene Hersteller, aber es ist günstig in der Anwendung, es ist eine Volksheilweise. Aber gerade in armen Ländern haben diese Präparate eine große Bedeutung, weil sie sich halt auch arme Leute leisten können. Und man muss sich mal vorstellen, wie viel Widerstand die Schüsslersalze eigentlich schon hatten in diesen 150 Jahren. Durchaus, ja. Und man konnte sie nicht vom Tisch fegen. Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ein bewährtes Konzept setzt sich durch. Ja, so haben wir die Akupunkturnadeln ein paar tausend Jahre. Ja, wir haben die Kneipptherapie seit, ja, im gleichen Jahr übrigens wie der Kneipp kam ja auch der Schüssler zur Welt, 1821. Und auch der Virchow
war 1821 geboren. Also du siehst drei bedeutende Persönlichkeiten, alle in dem Jahr 1821 auf die Welt gekommen. Interessant, oder? Ja, sehr. Ein Jahr drauf war Molle schon 1822. Aber nun, was ich damit sagen möchte, ist tatsächlich, die Menschen suchen immer nach komplexeren Dingen. Die suchen immer noch nach einem anderen Heilmittel. Nützen wir gerade in Krisenzeiten das, was wir schon haben, was sich bewährt hat, und dann ist der Name irrelevant, ob es jetzt ein Bakterium, ein Virus oder ein Pilz ist, als pathogener Pilz. Ja, wir haben ja auch in Sendungen schon die gesunden, die heilenden Pilze genannt, aber die Erreger jedes Couleur können durch das körpereigene Immunsystem, wenn ich es stabilisieren kann, wenn es mir gelingt, dass das Immunsystem kräftig wird, sodass es die volle Schlagkraft wieder hat, auch mit den Schüsslersalzen hier stimuliert werden. Nehmen wir doch eine banale Infektion. Also, Kind steckt sich an, hat einen Schnupfen, ja, eine Erkältung, vielleicht hat es auch schon ein bisschen Fieber, dann ist es bei Schüssler Ferrumphosphoricum, das Eisenphosphat in der D12. Ja. Wir haben ein Kind, das immer wieder Ohrenentzündungen kriegt und dann weiß die Mutter schon, oh Gott, das Kind ist jetzt krank, da brauche ich jetzt bestimmt wieder ein Antibiotikum. Würde die Mutter nur Schüsslersalz Nummer 3 und Nummer 4 für das zweite Entzündungsstadium Kalium, Chlorat und D6 anwenden, im viertelhalbstündigen Wechsel, hätte sie das Problem innerhalb von 48 Stunden gelöst. Und das ist das Verblüffende. Es funktioniert, aber leider das, was die Oma noch wusste, weiß die moderne Mutter nicht mehr. Und deswegen müssen wir es in der Sendung mal sagen. Also das Schüsslersalz, Ferrumphosphoricum und Kaliumchloratum D6 führen dazu, dass ich einfache, banale Infektionen in den Griff kriege. Jetzt ist manchmal Frühjahrszeit, Heuschnupfenzeit. Was ist der Heuschnupfen? Das ist eine Überreaktion auf Fremdeiweiß. Das ist ja Pollen, das seit Millionen Jahren mit dem Mensch eine gemeinsame Entwicklung hat. Aber wir heute reagieren darauf allergisch, eine Überreaktion. Was hat der Patient? Er hat einen Fließschnupfen. Der Wasserregulator ist die Nummer 8, Natriumchloratum, also auf deutsches Kochsalz, aber nur in potenzierter Form. Und auch wiederum Ferrumphosphoricum. Ferrumphosphoricum, die 3 mit der Nummer 8, ist die Kombination für Allergien. Und da ist es egal, ob das jetzt eine Pollenallergie ist, eine Laktose, eine Fructoseintoleranz, eine Histaminintoleranz, ja, eine Glutenenteropathie, also irgendwie Gluten aus dem Weizen, was da Reizsysteme auslöst. Es ist einfach, wie tritt es in Erscheinung, ist ein klarer Schnupfen, nämlich ein Heuschnupfenpatient hat keine trübe Veränderung, weiß oder gelbliches Nasensekret oder grünlich. Nein, das ist ganz, ganz klares Wasser, was da aus den Augen, aus der Nase rauskommt, mit der entzündlichen Komponente 3 und 8. Kurze Geschichte noch. Wir haben einen Hund hier im Studio und der hat sich immer mehr angefangen, die Ohren zu kratzen jetzt, ja, zu dieser Jahreszeit, wo die Pollen so extrem sind. Hätte nicht gedacht, das war... Er war einfach nicht mehr der Gleiche, sind wir zum Tierarzt und er sagt, ja, der Hund hat eine Pollenallergie und das sei eine Riesenepidemie. Sehr viele Hunde leiden jetzt darunter. Ja. Man macht entweder nichts oder man gibt Antibiotika. Antibiotika bei einem überregulierten Immunsystem habe ich gar nicht begriffen. Nein, das ist auch wirklich jetzt klar, machen wir mal gar nichts. Und jetzt kommst du und sagst mir eigentlich Schüsselsalz Nummer 3 und 8. Ja, so ist es. Auch für den Hund? Auch für den Hund. Egal ob Tiere, ob Menschen, ob... Also man kann Schüsslersalze letztendlich bei allen Lebewesen einsetzen. Es ist ja die Erscheinung, es ist eine übermäßige Reaktion an der Schleimhaut. Ob das durch Pollen, durch Eiweiße, ist es egal. Es tritt in Erscheinung, dass jetzt hier übermäßig die Nase läuft oder dass man trockene Augen bekommt, trockene Schleimhäute, trockener Mund. Auch im Vaginalbereich viele Frauen Trockenheitsgefühl, diese Sicker-Symptomatik. Auch das ist die Nummer 8. Natriumchloratum. Weißt du, ich habe schon einige Sendungen über Schüssler gemacht und das eigentlich nie richtig verstanden. Heute verstehe ich, warum es wirkt. Was du mir erzählt hast, wie dieser Botenstoff in einer Dosierung ähnlich den Hormonen. D8, D9, D10, ja. Das ist das Erklärungsmodell gewesen, was mir gefehlt hat. Ich war immer noch auf der reinen Informationsebene und dachte, wie können denn nur Informationen solche Wirkungen haben? Ja, vielleicht schon. Die Quantenphysik sagt ja das auch.
trotzdem es schwer zu begreifen. Aber mit diesem Modell des Hormons. Jetzt ist klar. Das ist wissenschaftlich erforscht und das ist belegt. Bloß auch hier haben wir bei den Schüsslersalzen natürlich noch nicht die wissenschaftliche Untersuchung, dass man sagen kann, es hat einer Studien betrieben, wo Tausende oder Millionen von Geld kosten. Ja. Interessiert nicht. Beim Hormon kann ich das mir patentieren lassen, da habe ich 10 Jahre sozusagen mein Einkommen damit gesichert. Ja. Und bei Schüssler nach 150 Jahren weiß ja jeder, es funktioniert. Mhm. Ja. Also brauche ich es ja nicht beweisen, dass es funktioniert. Ich glaube, es gibt auch keine Studien zuvor bei Kneipp, Wasseranwendungen. Erst im Nachhinein hat man dann untersucht, aha, tatsächlich Kneipp, Wasseranwendung gibt regulative Prozesse, die hat man dann erforscht. Aber zuvor hat Kneipp auch nur gesehen von den Wasserhähnen, das sind ja zwei Brüder gewesen, die Hahn hießen, H-A-H-N, und die haben gesagt, kaltes Wasseranwendung. Mhm. Hervorragend. Und der Kneipp hatte ja Tuberkulose und hat sich dann in der Donau durch Baden geheilt. Und immer wieder die Anfeindung, er hatte ja nichts, er war immer gesund. Nach seinem Tod konnte man also nachweisen, dass er tuberkulös veränderte Lungenteile in seinem Körper hatte. Das heißt also, eindeutig musste er Tuberkulose gehabt haben. Mhm. Also du siehst, man muss immer wieder den Beweis antreten, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Weißt du, ich bin schon lange der Meinung, dass die Erfahrungsmedizin auf gleicher Stufe sein müsste wie eine klinische Studie. Ja, die Erfahrung des Arztes. Aber die Erfahrungsheilkunde ist ja das Gleiche. Ja, ist evidenzbasiert. Ja, ich habe ja das ne? bewiesen anhand von tausenden Patienten, wo ich es beobachtet habe. Tja, und das ist das, was eigentlich die Wissenschaft eigentlich streitig macht. Und das ist aber falsch. Ja, und das ist ich das Besondere. Ich möchte doch auf das kommen, kurz, weil die Sendezeit schon durch langsam ist. Okay. Du hast 3 Bücher über Schüssler geschrieben. Erstens mal das älteste, das über die Antlitzdiagnose. Naja. Da habe ich auch ein paar Fälle aufgeführt. Genau, mit dem guten Stichwortverzeichnis, gerade für den Anfänger. Das ist für den Anfänger? Das ist für den Anfänger. Für zu Hause? Für den Alltag. Ja, viele Praxisfälle. Dann habe ich hier die Ergänzungssalze mit Benjamin Hartlieb zusammen gemacht. Das ist von 1 bis 27. Also es gibt so viele. Also die 12 Grundsalze plus die 15 Ergänzungssalze. Und das ist erschienen zum 200. Geburtstag von Schüssler. Und jetzt haben wir ja die 150 Jahre Schüsslersalze. Und auch die Biografie zum 200. Geburtstag mit Professor Ohm, einem Historiker aus Tübingen. Eine wirklich fundamentale Sache. Es hat auch großes Lob bisher ausgelöst, wo wir zeigen konnten, was hat alles dazu beigetragen, dass diese ganze Medizin so wurde, dass Schüssler den Gedanken aufgreifen konnte. Und wer da Näheres informieren sich möchte über die Familie Schüssler, über Schüssler als Person und seine Gedanken, ist es eine Fundgrube und ich lege es jedem ans Herz. Mhm. Ich finde aber in der Biografie jetzt nicht die ganzen einzelnen Schüsslersalze. Nee, überhaupt nicht. Die Biografie erwähnt die nur einzeln, wie sie heißen, aber nicht die Erklärung. Deswegen haben wir dieses blaue Buch. Mhm. Hier habe ich die Praxisfälle für ganz einfache Leute und wie mich. Und aber auch hier, also nur 1 bis 12. Ja. Das andere blaue Buch ist 1 bis 27 mit Praxisfällen, ja, mhm. wo tiefer in die Materie einsteigen möchte und dann die Biografie. Ich mache jetzt einfach mal auf, Nummer 6, Kalium Sulfuricum D6. Dann ist da alles mal aufs Gemüt, auf das Gesicht, auf das Vorkommen, auf den Zungenbefund, auf die Modalitäten. Und hinterher kommen dann die weiteren Anwendungsbeispiele bei Schnupfen, bei Keuchhusten, bei Haarausfall, Hautjucken und. Und damit bin ich eigentlich ein bisschen in der Eigenregie, hier zu sagen, okay, ich habe das gefunden, was mich betrifft, also nehme ich dieses D6, kaufe mir das und muss jetzt nicht zu einem Arzt oder sonst irgendjemand, ich kann das selbst nutzen. Für banale Infektionen ja, weil die Leute gehen halt viel zu viel zum Arzt und das verursacht Kosten ohne Ende. Ein Arztbesuch ist teuer, muss man definitiv sagen. Und was wir den Leuten wieder zurückgeben wollen, ist eine Eigenverantwortung für sich und ihren Körper. Und wenn man sieht, nach 2-3 Tagen geht es mir damit besser, ja, dann bin ich auf dem richtigen Weg und die Heilung muss der Körper machen. Und damit können wir sehr viel sinnvolles Geld, das wir anderweitig einsetzen können, sparen, indem die Selbstverantwortung wieder einem Bürger zurückgegeben wird. Wenn ich nach hinten blättere, nach diesen 12 kommt ja noch ganz viel anderes, wie Selenidium. Ja, da kommt die 15 Ergänzungssalze, genau. Und da sind wir eigentlich auf der gleichen Ebene. Leute, die Zink schlucken oder Selen schlucken,
könnte man auch mit Schüssler machen, weil es eigentlich der richtige Botenstoff in der richtigen Form ist. Und potenziert als Signalwirkung. Und das andere ist dann vielleicht sogar eine Überdosierung, wenn man schluckt, oder? Könnte zu einer Überdosierung, wenn man es zu lange in zu hoher Konzentration zu sich nimmt, führen. Bei Schüssler ist eine Überdosierung nicht möglich. Jetzt gibt es ja die ganzen Schüsslersalze auch, alles in flüssiger Form. Ja, klar. Funktioniert das auch? Ja, klar, ist ja egal. Ich hatte mal irgendwie eine Flasche, irgendwie 10 Flaschen. Ja, genau, 10 verschiedene. Da musste ich überall irgendwie 3 Tröpfchen reintun. Das war so mühsam. Ja, klar, aber es ist ja so, wenn ich ja richtig ausgewählt habe, welches Zellsalz von Wärme, Kälte, Ruhe, Bewegung, von dem Zungenbelag, kein Zungenbelag, weißer Zungenbelag, gelber Zungenbelag, danach, so sind ja die einzelnen Mineralsalze auch in dem Buch kategorisiert und das dann individuell raussuche, dann komme ich zu einem, maximal zu 2 Zellsalzen. Und wenn ich dann die beiden im stündlichen, zweistündigen Wechsel, im akuten Geschehen oder 2-3 Mal am Tag beim chronischen Geschehen gebe, dann komme ich zu dem Ziel. Die Heilung macht immer der Körper. Ich gebe nur den Impuls und dadurch sehe ich dann schon, geht es dem Patienten nach 10 Tagen, nach 14 Tagen besser, nach 6 Wochen. Und das ist das, was ich immer wieder sehe. Die Leute suchen nach Ratschlägen, nach einfachen Methoden, die funktionieren. Und da hat sich in 150 Jahren Schüssler wirklich bewährt. Und das ist nicht eine Dauersubstitution, sondern eigentlich eine temporäre zum Schauen. So ist es, genau. Siehst du, bei mir wurde jetzt einfach alles verkauft, alle Flaschen. Und ewig nehmen, bis die Flasche leer ist. Und da ist überhaupt keine seriöse Beratung drin gewesen, wenn ich mir das so retour überlege, sondern hier hört man wirklich ein Problem, die richtige Dosierung, das richtige Produkt, 6 Wochen und dann schauen, wie es ist. 12 Wochen, dann weiß ich. Cool. Also zum Beispiel, ich mache ja auch Sportmedizin und sehe immer wieder, Sportler haben sehr viele Wadenkrämpfe mit Schmerzen. Nehmen Magnesium, es wird nicht besser. Gib denen einfach mal das Nummer 7, Magnesium Phospholkum D6. Mehrmals am Tag. Patienten, die abends nicht einschlafen können, weil sie total unter Anspannung sind, Magnesium Phospholkum geben, entspannt. Eine mit Menstruationsprobleme, Magnesium Phospholkum geben. Eine mit den prämenstruellen Symptomen, also vor der Mense heftige Bauchkrämpfe, Magnesium Phospholkum. Da sagen ja manche Patienten, das hat sie seit 10, 15 Jahren, warum hat ihr das noch niemand zuvor gesagt? Du hast jetzt gesagt D6. Die Nummer 7, Magnesium Phospholkum in der D6. Ja. Und Magnesium ist für den Schüssler das wichtigste Zellsalz gewesen, denn Magnesium brauchen wir heute zum Umwandeln von Vitamin D, wie die Wissenschaft uns zeigt, Aufnahme von Sauerstoff in die Zelle, CO2-Abgabe aus der Zelle wieder in die Blutbahn, dass es zurück an die Lunge transportiert wird. Das wird alles durch Magnesium gesteuert und darüber hinaus noch 300 weitere Regulationsvorgänge. Ja, und wir haben alle einen Mangel da drin, oder? Magnesium und die Nerven Magnesium, liegen blank. Magnesium, exakt. Und das sind genau die Dinge, die ich ja hier wunderbar beschrieben habe und das kann jeder nachlesen und es funktioniert. Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Also eigentlich gehört das in jede Praxis, jede Heilpraktiker. Oder jede in jede Hausbibliothek. Ja, auch aber letztendlich auch der Therapeut, der jetzt nicht unbedingt den Weg, der sofort mit Medikationen chemischer Natur arbeiten will, könnte doch hier schnell durchblättern. Ja klar, wir haben auch ein Stichwortverzeichnis, also es ist wirklich schön. Easy Konfetti und wenn man es richtig macht, hat man das Ziel in kürzester Zeit erreicht. Danke, dass du mir Schüssler so gut erklärt hast, denn ich es jetzt verstehe. Und jetzt mir wirklich vermehrt darauf achten werde, weil ich immer dachte, wirklich, es hat mit Homöopathie zu tun. Und ich glaube an Homöopathie, ja. Wir hatten ja alle schon Kinder, die gezahnt haben und dann die homöopathischen Kügelchen und bla bla bla. Und es hat alles gewirkt. Ja, oder? Ja, so ist es. Auch bei Kühen, bei Pferden, auch da wären ja diese Substanzen, wenn man die Veterinärmedizin glaubt. Nur in der Homöopathie ist dann gar nichts mehr drin. Und hier ja, haben aber wir da in Niedermann haben wir noch was drin, ja, exakt. Danke. Also, Peter Emmerich. Schön, dass ich bei dir sein durfte. Großartig, wirklich, danke. Wieder eine lehrreiche Sendung gewesen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, ich konnte Sie auch ein bisschen begeistern zu dem Thema Schüsslersalze, 150 Jahre. Und dass wir das eine oder andere Rezept daraus vielleicht auch mal für die eigene Gesundheit mit einbeziehen sollten. Das hoffe ich, das konnte mir so transportieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg damit. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.